Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Timberborn. Schön, dass du da bist. Ja, oh, wir sind mittlerweile bei 19 angekommen. Das ist ja Wahnsinn. Geht immer besser voran hier. So, wir verschaffen uns nochmal kurz einen Überblick. Hier wird gebaut, genau, und so weiter und so fort. Wir brauchen einen Haufen Bretter. So, hier ist mittlerweile bald kein Wasser mehr drin. So, noch 10 Tage Dürre. Ich habe jetzt gar nicht aufgepasst, wie lange die Dürre insgesamt war. Hätte ich mir anschauen sollen. Aber noch haben wir Wasser im flachen, jetzt relativ flachen Gewässer. So, hier sind die Wasserpumpen auf. Werden die auch schön benutzt? Ja, werden sie. Allerdings unsere beiden Wasservorräte, Wasserreservoirs sind voll. Von daher. So, aber mir könnte hier noch ein bisschen Boni platzieren, oder? Was fehlt denn noch? Tempel? Haben wir schon mal reingeguckt, ne? Aber was in diesem Areal könnten die gebrauchen? Gut, ich würde sagen, ich baue jetzt hier nichts drumherum an Deko, denn nachher soll das symmetrisch hier alles passen. Ne, das lassen wir erstmal. Wichtig wäre jetzt, hier hatten wir aufgemacht, hier werden weiterhin Bretter produziert. So, oh, jetzt schwindet das Wasser. Gut, dann könnten wir ja, das haben wir auch nicht mehr gebraucht. Wir haben gesagt, die kommen hier bis da hinten hin. Reicht also auch. Müssen wir nichts weiter tun. So, hier oben haben wir jetzt kein Wasser. Wie schnell sterben die? Gut, dass es nur 10 Tage sind. In 16 Tagen sterben die Bäume. Die letzte Dürre war 17, ne? Ja. Okay. Wenn die Dürre halt noch länger dauert, sterben die Bäume. Wir müssen aber auch 10 Tage und 16, ja, 6 Tage locker. Wenn es jetzt ein Tag Differenz wäre oder so, würde ich mir Sorgen machen, bis das Wasser hier ganz hinten ankommt. Aber so passt's. So, ganz hektisch hin und her. Hier wollten wir dann weitermachen. Das bedeutet, ich würde die schon mal anweisen, weil die nichts zu tun haben wahrscheinlich. Oh, hier ist rot, weil hier nicht gebaut wird. Hier kommen wir nicht ran, weil... Hier ist aber ein Arbeiter. Wo packt er das? Hier wird abgerissen. Sehr schön. So, hier, das hätte ich aber gerne fertiggestellt. Oh, was war denn das jetzt? Habt ihr das gesehen? Aha, interessant. Die sind gerade den ganzen Weg hier drumherum, um das zu bauen. Wurde das geändert? Okay, brauchen wir nicht mehr. 20, boah, jetzt geht's aber ab, ey. Freunde, Freunde. So, und Überhitzung so gut wie auch nicht mehr. Aber jetzt ist die Dusche ja wieder aus. Wie ihr seht, müsste man eigentlich auch hier unten welche bauen, ne? Es zieht halt auch wieder, ja, ihr wisst schon, Wasser. Maximale Tiefe 3. Oh, wir könnten die sogar in ein Reservoir stellen, wo... Diese gehen ja nur 2. Heißt, wir könnten da hinten tatsächlich noch irgendwie eine Dusche vielleicht. Eine Notfalldusche. Wellbeing-Dusche. Komm, das eine hier hinstellen. Ist halt ein sehr weiter Weg, aber... Ja, genau in die Ecke. Ja, so. Sehr schön. Später könnten wir hier eine bauen. Vielleicht bauen wir hier was mit Dämmen. Dann hätten wir hier auch einiges an Wasser. Müssen wir die Plattform schon wieder abreißen, ne? Wäre das unnötig gewesen. Ich hätte immer noch gerne, dass man beim Abreißen Sachen zurückbekommt, aber das wird, glaube ich, nie der Fall werden. Naja. So, warum wird hier nicht abgerissen? Geerntet? Ah, ist gerade erst, okay. Gerade erst gewachsen anscheinend. Hier wurde fertiggestellt. Wie weit komme ich hier runter? So, und hier ist Schluss. Das ist das Problem. Das heißt, ist jetzt halt nicht das Schönste, ne? Man braucht hier mehrere District Center, um hier irgendwie wieder klar zu kommen. Das heißt, es braucht hier auch wieder ein District Gate. So. Wir müssten hier halt einmal eine Treppe fertig bekommen, ne? Das bedeutet, so, lass uns das mal kurz planen. Ich möchte hier nur
Das hat so eine Treppe. 1 und 4. Okay, nur ein Holz. Und 4 Planks. Okay. Ist jetzt gesetzt, das heißt hier hinzufügen. Zack, und zwar, wer hätte es gedacht? Bretter und Holz. So, okay. Und sollte das jetzt auch bald abgeschlossen sein? Ja, ist nicht verbunden. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. So, hier ist, das reißen wir dann ab. Das hier auch. Hier setzen wir den Pfad. Und dann kommt dieses Distrikt auch bis hier hin. Baut dann die Treppe. Dann die zweite Treppe. Das wird ja automatisch aufgefüllt, weil, ne, ihr wisst, weil wir hier Sachen geliefert bekommen. Ach so, und die brauchen natürlich auch wieder hier Distribution Limit. Wir brauchen hier zumindest mal 10 Wasser oder sowas. Lass 14 machen. 14 Wasser und 14 Karotten. So. So, einmal liefern. Wasser und Karotten. So, okay. Bereiten wir das schon mal vor. Denn wenn wir das hier zum Laufen bekommen, das wäre echt cool. Dann würde ich sagen, hier oben unemployed. So, ich brauche hier noch mehr Gebäude, immer noch. Schon wieder. So, und da ich die Boni mitnehmen will, würde sich doch das hier anbieten, ne? So, machen wir, bringen wir ein bisschen Variation hier rein. Okay. Eine Doppellodge. Gleich auf der anderen Seite. Was mir jetzt verwehrt ist, weil, ja, ich habe noch kein Dynamit. Das ist schade. So, können es ja trotzdem schon mal planen. Wird dann so gemacht. So, hier, das sind zumindest dann 6, ne? Lodge, gucken. Ja. 6 Biber. Sehr schön. So, wie sieht es hier mittlerweile aus? Okay, wir haben ein paar Sachen geliefert bekommen. Das bedeutet, wir gehen hin und Migrate Population. So, und ich hätte gern 2, 3, 4. Werden hier abgezogen. Sehr schön. Kommen hier rüber. Alles gut. Und damit diese Districts mal hier rausfallen, ne, weil wir hier nichts machen, reiße ich das jetzt einfach mal ab. So. Scheinen die auch zuerst nicht in der Auswahl. Gut, zuerst ist das falsche Wort. Sie erscheinen nicht mehr in der Auswahl. Nur noch diese drei Distrikte. Okay, sehr schön. So möchte ich das haben. Hier, das starten wir später irgendwann. Das ist jetzt nicht so, ne? Hier ist das Wichtigste halt. Dass hier fertig wird. Und wir sehen, fertiggestellt. Sehr schön. Wie weit kann da bauen? Wir können eigentlich alles bauen hier gerade, ne? Vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Wobei, naja. Schlepper sind effektiver, dass die hier durchrennen und hier die Bauarbeiter müssen halt sehr lange laufen. Ist nicht die beste Methode, von daher schade, dass man diese Sachen nicht ohne Distribution Point wieder woanders hinbekommt. Deswegen haben wir hier die Limits gesetzt und wir haben noch keine Möglichkeit, hätte ich auch gerne, diese Limits zu kopieren und irgendwo anders hinzuzufügen, anstatt die immer wieder neu setzen zu müssen. Aber egal. So, das kommt jetzt weg. Das hier auch. Wieder unseren Pfad. Und dann setzen wir jetzt hier unser District Center, wo es eigentlich hingehört. Und das geht wieder nicht, weil must be separated by a gate, meckert er dann wieder. Setzen wir dann hier. District Center. Zack. So. Metal Hope. Die Metallhoffnung. So, schöner Name, oder? Haben wir das auch benannt? Die Biber. Komm, wir nennen. Die, komm, wir machen jetzt gutes Deutsch. Die Bibers. So. Sehr schön. Okay. Hier hatten wir Prioritäten gesetzt überall, ne? Nee, hatten wir nicht. Okay. Das hier ist, ne, nicht so wichtig. Das hier ist sehr, sehr wichtig. Dann kommt das hier. Sorry. Das hier auf jeden Fall. Dann kommt das hier als nächstes. Das bleibt neutral. Und das hier ist jetzt weniger wichtig. So. Dann sollten wir ein funktionierendes Distrikt, wobei hier wird halt immer wieder sehr schnell
trocken sein, ne? Hier ist auch trocken. Ja, wie machen wir das dann? Wir werden sehen. Vielleicht müssen wir dauerhaft zuerst mal ein bisschen was lagern. Ich sag jetzt einfach mal Karotten 30. Brauchen wir immer. Wasser 30. Holz 50 erstmal und Planken 20. So, Bretter. Okay, dann richten wir hier wieder unsere Routen ein. Haben wir schon lange nicht mehr getan. Holz. Und Wasser. Und was fehlt? Metal Hope. Bretter, Bretter. Bretter. So, Planks. Los geht's. Feuer. Feuer frei. So, mal kurz beruhigen hier. Sieht's aus mit unserer Dusche. Ah, da war einer duschen und der zweite. Sind ja doch einige überhitzt, oder? Wie sehen die aus? Wellbeing. Housing. Workplaces. Storage. Aua, ah, hier. Wellbeing. Wer hätte es gedacht? So. Ja, da meckert's, weil wir mehr. Okay, wir sehen aber nicht, wer alles überhitzt ist oder so. Ja, es sind halt einige, ne? Ha, bräuchten wir vielleicht noch. Aber nicht hier. Mm-mm. So, was ich mir gar nicht mehr angeschaut habe. Nahrung, aber das sieht gut aus. 500 Wasser geht aber runter. Wir hatten 600, glaube ich. So, noch 4 Tage und hier sieht das Wasser schon. Es sieht noch sehr gut aus. Gar kein Problem. Hier wäre auch noch genug Wasser drin. Verdünstet das jetzt nicht mehr so schnell, obwohl es nur eins tief ist. Es ging vorher mal schneller, ne? Wurde da was gepatcht? Hätte ich jetzt nicht erwartet. So. Es kam mittlerweile hier an. 23 Karotten, 3 Holz, 11 Wasser. Ja, das sieht nur ein bisschen dürftig aus. Ja, weil hier keine Biber nicht genug arbeiten, weil... Keine Arbeitslosen, okay. Ja gut, ist halt wieder einiges mehr, ne? Hier sind ein paar Holzfällerflaggen, hier sind Förster. Haben wir noch Double Lodge? Gut, die müssen erstmal... Oh je. Die Kleinen. Es dauert ein bisschen, bis die erwachsen sind. Medizinzelt. Medizinbett brauchen wir kaum. Was wird denn das nächste jetzt? Was sagt unser Holz? 34, es geht ständig runter. Triebe haben wir mittlerweile 210, das läuft sehr gut. Das heißt, wir stecken jetzt alles in dieses Distrikt. So. Hier kommt nichts an, das dauert seine Zeit. 30, 6, 7, 11. Hier haben wir keine Biber über. Das heißt, wenn wir die jetzt auch noch rüberschicken... 11 Vakanzis. Ich wollte ja mal gucken, was Vakanzis heißt. Na, was heißt Vakanzis? Wir gucken mal kurz. Übersetzer. Ich glaube, das ist Urlaub. Vakanzis. Ne, Stellenangebote. Okay. Urlaub. Ah, schön. Das heißt, wir haben 22 offene Stellen. Oder wie? Boah. District Center 1, 2, 3. Bakeries Builders hat. Kann man das auf District beschränken? Scheint nicht. Okay, doch, Global View. Ah, schaut mal hier. Ich habe es jetzt endlich auch begriffen, das Menü so ein bisschen. So, Farmhäuser. Hier ist priorisiert. Bla bla. Forester, no known. Hier arbeitet keiner zum Beispiel. Hier oben ist nicht besetzt. Hier Workshop. Gut, der ist zu. Er hat keine Power. Gerade kein Wind. Hier arbeiten welche. 8 Leute arbeiten im Schlepperposten. Gut, das ist halt viel, ne? Wir reduzieren es mal auf 6 vielleicht. Hatten ihr 2 gefehlt. So. Ja. Gut, die sind aber pausiert. Das sollte kein Problem sein. 1, 2, 3. Hier oben sind noch 2. Dann immer noch die Power Wheels. 4 Water Dump. Ja, die Arbeitsplätze hätte ich mir gerne gespart, wie gesagt, ne?
Und jetzt hier 10 Wasser. Oh, okay. Okay, ihr wisst wo. Diese 4 könnte man zum Beispiel mal schließen, ne? 3. Hier 5. 6. Na, lassen wir hier 5. Passt schon. So, und schon haben wir ein paar Plätze mehr besetzt. Vielleicht nicht die wichtigsten, aber... Naja. Hauptsache, ja, jetzt haben wir auch 6 Leute im Node District, hä? Ah, der löscht die nicht automatisch. Okay, aber markiert sie mit Node, das ist sehr schön. So, jetzt wird hier auch rübergetragen, was kommt hier an? Ja, so will ich das sehen. Dann könnte ich auch so langsam hier 4 abzwacken, oder? 8 freie Betten. 12 Junge, ja, es sind viele am alten, an ihrem Alter gestorben, verdammt. Die fehlen halt jetzt auch, ne? Möchte ich eigentlich noch mehr Häuser? Ey, Leute, ich brauche immer mehr. Das gibt's nicht. Langsam, komm, wir schippern ein paar rüber, dass die hier so langsam mal... Ja, komm. Zu Metal Hope. 4 Biber Minimum. So, rüber damit. Tschüss. Ich will jetzt dauerhaft hier leben. Was ich halt vergessen habe... Wären ein paar Häuser, ne? Wie wär's damit? Setzen wir... so. Okay. Sehr schön. Aber sind keine Biber. Warum kommen die nicht? So, 4 hätte ich gerne Minimum. Heißt... Achso. Mach das doch so, dann klappt das auch. Okay, das ist wichtig, bla 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 bla. Wenn die das alles gebaut haben, dann können sie ihre Häuser bauen. Ja, klingt auch gut. Müssen wir das aber herabsetzen. So, Wasser bekommen sie hier. Allerdings, ich brauche doch nicht so viele. Ist halt blöd auch, ne? Das hier wäre später weg im besten Falle. Also muss ich jetzt hier schnell... Sehr wichtig. Pfad. Wird hier erstmal ein bisschen was entfernt. Denn im besten Fall das hier sehr hoch. Dann baue ich hier eine Treppe. Dann muss das Farmhaus hier pflanzen können. Hier oben bringt es mal anscheinend nichts. Ich weiß auch nicht, wie schnell ich hier oben alles zubekomme, dass hier sich Wasser staut und hier alles bleibt. War vielleicht eine blöde Idee, von daher, ja. Oh. Nee, 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 nee. So war das nicht gemeint, so. Das ist halt schon gebaut, ne? Das ist halt mies. Naja, okay. Nicht hätten wir es da unten bauen können. Wäre vielleicht eleganter gewesen. So, die Dürre hat wieder geendet. Hier ist alles auf immer noch. Müsste sich dann schnell genug stauen, im besten Falle. Haben wir sonst noch was am Laufen, was war fertig? Genau, die 3 müssen zu. Die 4 müssen auf. 4, 5, 6 Pumpen laufen jetzt. Sollte reichen. Sollte reichen. So, 1700 Karotten. Wir haben immer noch zu viel Karotten, ne? Sonnenblumen 19, gegrillte Kartoffeln 8. Davon könnten wir mehr haben. Hinten haben wir alles voller Karotten. Könnten wir doch eigentlich hingehen und sagen, komm, mach hier noch ein paar Karotten mehr vielleicht. Ja, komm, lass das machen. Ja, Kartoffeln, Karotten. Ah, ja, schön. Potatoes. Potato. 2 Arbeiter bei 4. Ne, ne, ihr seid 4 Biber, also ja. Wie viel Holz habt ihr im Distrikt? 0. Ja, dann hier auf. Und vielleicht doch 2, die hier arbeiten. So, ihr werdet jetzt hier, sehr schön. Wasser 22 bekommen wir immer geliefert vom anderen Distrikt, passt. Im besten Falle, hoffentlich. So, wie sieht es mit Wasser aus? Habe ich gar nicht geschaut.
Ja, füllt sich relativ gut und fließt aber auch gut ab. Passt. Geht's noch ein Stückchen höher? Ja, es geht noch höher. Bin hier 0,5 und jetzt fließt das Restliche ab. Okay. Super, gut. Gefällt mir. So, hier kann ich jetzt auch pausieren. Mach, die vier sind offen. Okay. Hoffentlich reichen 4 Pumpen. So. Oh, und zwar muss es fertig. Sehr schön. No goods in stock. Nein, hier wird nichts priorisiert. Ist mir relativ egal. Allerdings, wie gesagt, hier die Treppe. Wichtig. So, sehr hoch priorisiert. Und Pflanzen. So, und was machen wir hier? Sollen wir hier direkt mit Kartoffeln anfangen? Ich würde sagen, ja, ne? 6 Tage, 4 Tage. Komm, ihr könnt ja mal hier versuchen, ob man ein paar bekommt vor die Dürre. Ich glaub's ja nicht. Hier kommen dann Kartoffeln hin. So, no available workers in district. Dann machen wir hier einen zu. Ihr habt nichts zu tun. Hallo? So, okay. Arbeitet du mal hier. Ja, sehr schön. Oh. Einer. Weil ihr habt hier nichts zu bauen. Also könnt ihr auch zu zweit hier arbeiten. Sehr schön. So passt das doch. So, da unten Kartoffeln. Förster haben wir auch noch nichts gemacht, ne? Können wir aber auch nicht. Der kann dann da unten pflanzen. Dazu brauchen wir hier wieder eine Treppe. Die wird wieder sehr wichtig. Und dann kann hier nämlich mal so langsam abgeholzt werden. So, ganz dezent. So, und dann kann ich hier auch sagen, komm, lass mal sagen, hier 6 Minimum. Es wurden hier wieder 2 abgezogen. Gleich funktioniert unser Hauptdistrikt nicht mehr, weil hier so viele Biber fehlen. Obwohl hier so viel zu erledigen ist. So. Ach, läuft das so gut. Und irgendwo müssten wir dann ein Duschen oder so hinbauen, indem wir irgendwas zumachen. Man könnte auch einfach dran denken, bei der Dürre hier, aber das ist immer nervig, ne? Immer nervig. Dann würde ich lieber hingehen, komm, wir bauen schon mal vielleicht ein paar Dämme, und zwar so vielleicht. Jetzt erstmal hier für die, ne, sporadisch. Hier kann man dann, so, müsste jetzt mit klarkommen. Tut mir leid. So, hier einen Pfad, und dann ist das hier eure Priorität. Das hier die zweithöchste. So, dann hätten wir aber hier wieder das Problem. Die muss dann auch zu, sobald die das gebaut haben. Ich weiß halt nicht, wie schnell das hier austrocknet, ne? Aber ich hätte hier schon gerne duschen. Wobei, Moment, was mache ich da? Moment. Geht das nicht besser? Ich habe doch hier meine... Na gut, hier wäre halt für Duschen blöd, weil hier die... ziehen alles weg, die Wasserpumpen. Nee, ist keine gute Idee. Allerdings könnte ich hingehen und sagen, so vielleicht. Hier Dämme. Zack, zack, zack. Hier hoch. Und dann hier so. Gute Frage, ne? Hätte ich hier ein kleines Duschareal vielleicht? Ich weiß es nicht. Komm, lass erstmal... Ich überlege mir das. Reiß das zuerst mal ab. So, bevor ich hier vieles an Material verbrate, und hier genauso. Machen wir uns erst ein Bild davon, wie wir das später haben wollen, dass das auch anständig aussieht, und die Duschen irgendwo hingestellt, dass alle sich abkühlen können und nicht zu weit laufen müssen. Im Moment wäre hier der schlechteste Punkt dafür, weil es arbeiten hier Biber, hier im Bereich schalten die sich auf, hier und hier. Müssten alle bis hierher laufen. Dann wäre, glaube ich, eher klug hier irgendwo. Das würde hier bedeuten, man macht eine ganze Duschstraße hier hin. Das so nennen kann, sollte, wie auch immer. Und dann könnte man das ja auch 3 tief machen, sobald man Dynamit hat. Und dann braucht man nicht so, kein so riesiges Areal dafür.
So, es produziert das 288 Horsepower. Ja, das ist doch schon mal was. Hier kommt immer noch keiner hin, weil, ja, ne? Wisst. So, ist halt einfach so. Moment. Boah, kommt da Energie entlang. Wahnsinn. Eieieiei. Das heißt, man könnte hier sogar die Energie noch verbessern, wenn man hier einfach zumacht. Das ein bisschen forciert hier so. Ja. Lass das mal so forcieren, die Energie. Wobei, pass auf, das geht noch besser. Kostet zu viel Materialien. Und zwar könnte man einfach sagen, wäre mal ein Experiment wert, ne? So, du musst dich hier durchzwängen. Wobei, dann läuft es, glaube ich, über, ne? Dann läuft es, glaube ich, über die Geschichte. 1, 2, 3, 4 Blöcke auf. 1, 2, 3, 4, hier sind es 5 und es hält sich sehr gut. Ich weiß nicht, ob das dann zu wenig ist. Müsste man ausprobieren wieder. So, man könnte es aber zumindest mal so machen. Warum sind die jetzt anders? Ah, wenn ich gedreht habe. Seht ihr? Ja, das ist wichtig. So. Okay. Hier dann auch so. Und hier kann man nachher wegsprengen, dass das symmetrisch ist. Ihr wisst, ne? Bescheid. Hier müsste man dann allerdings auch zumachen, ja. So. Kann man nachher eine Energiestraße legen, noch erweitert. Okay, wie sieht es denn mit unserem anderen Distrikt aus? Leben da die Biber noch? Wie entwickelt sich das? 30 Wasser, 80 Holz, 30 Karotten. So, bevor die nächste 0,6 Tagen kommt die nächste Dürre. Und die sind fast fertig gewachsen, aber noch nicht ganz. Wahrscheinlich leider nicht mehr hinhauen. Kartoffeln werden es nicht überleben, wobei hier ist 2 tief. Hier werden die überleben. Von daher hier noch weitere Kartoffeln anpflanzen. So, Karotten, Kartoffeln, weil die länger dauern. Dann bräuchte man noch einen Grill. Sollte man den direkt... Jetzt habe ich halt nirgends Platz für so... Das ärgert mich jetzt. Ist das Farmhaus und der Grill wäre dann nicht in der Nähe. Doch, ich könnte den hier... Und der kommt hier hin, ist egal. So, kommt dann hier hoch. Hier rüber. So. Dann hier vielleicht ein anderes Gebäude. Damit das symmetrisch ist und dann passt das. Irgendwas. Was kann man da später hinstellen? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht hätte man den Förster da hinstellen können. Dann wäre das symmetrisch gewesen. Ja, komm, lass das auch machen. Tschüss. So, Workplace ist dann später geschlossen. Muss ich dran denken. Und wir brauchen, ja, natürlich, wegen Kinderzeugen und sowas. Hier ist Dürre, also baue ich hier mein Campfeuer hin. Oder? Wo bauen wir das hin? Hier? Nee, das sieht so langweilig aus, oder? Hier kommt die Straße rüber. Hier führe ich die auch weiter. Die hier auch weiter führe. Und lass das mal. So, dann schauen wir nochmal. Lagerfeuer. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja. So. Und die weiteren Häuser, wenn wir welche bauen, bauen wir einfach hier hin. So. Wäre sowieso eine Maßnahme, ne? Wir haben jetzt so wenig hier. Würde ich dann einmal so tun und einmal so. Na, andersrum. Oh. Das ist doch cool. Dann kann ich hier die Treppe bauen. Zack. So, und kann das immer wieder erweitern. Hier kann ich dann wieder, ne? Ihr wisst, wie das abläuft. Boni. Bonifazi. So. Hier schließe ich.
Komm, schließe nicht, denn ich kann hier schon Bäume pflanzen. Hier Maple, wo sind Maple? Hier sind Maple, okay. Hier, das nutze ich dann nämlich alles zum Anpflanzen noch und hier wird weiter abgeholzt. So. Okay, hier kommt später eine Treppe hin, damit ich hier hochkomme. Bin ich das jetzt schon? Ne, ist noch der Baum im Weg, schade. Komm, dann lass das markieren. Das muss dann schnell weg. Hier muss Durchgang sein zum Abholzen. Hier ebenfalls. So, weg damit. Okay, da ist es passiert. Also, Treppe schnell. So, höchste Prio. Okay, und Fahrt setzen. Zack. Holzfäller kann jetzt... Ja, der kann wandern. Würde ich dann hier setzen. So. Der kommt weg. So ist das gut. Und dann ist die nächste Priorität läge dann hier auf den Gebäuden. So. Natürlich sehr hoch. Ja, wo rennt denn der hier hoch? Ach so, ne, der baut von der Seite. Okay. So, aber schon wieder 31 Minuten rum. So, diese Folge wird wahrscheinlich heißen Neues Distrikt und keine Ahnung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten. Ciao.